Ich bin hier mit Christina Lugner und wir werden heute gemeinsam das Wiener Wiesnfest unsicher machen. Und wie wir es unsicher machen, also wir werden heute noch schreien, oh, zopf dies. Genau, genau. Ja, und werden einmal überhaupt die Unterschiede auch rausarbeiten vom Münchner Oktoberfest zur Wiener Wiesn. Und dafür haben wir uns auch ein bisschen aufgebrezelt, aufgedirndelt eigentlich, weil da darf man ja Tracht tragen und das ist ja auch sehr schön. Ja, das sind auch alle Damen. Sie sind so sauber und so schön und mit den weißen Dirndlbluseln. Ich habe heute ein schwarzes Dirndlblusel, auch egal. Und wir sind jetzt ganz oben eigentlich am Riesenrad, schon ziemlich oben eigentlich. Und dort, wo uns so Wien zu Füßen liegt, dort ja, sind auch die Standeln und die Zelte der Wiener Wiesn. Also ich freue mich ja schon drauf und ich glaube, ich kann von dir eine Menge lernen, weil du bist ja ein Profi auf der Wiesn quasi. Naja, ich bemühe mich zumindest einer zu sein. Ja? Also ich kenne die Münchner Wiesn, die natürlich sehr groß ist und auch sehr exklusiv. Ja? Weil da gibt es das Käferzelt, wo der Champagner nur so in Strömen fließt. Da gibt es sogar Regenschirme, die bei den Tischen stehen, weil jede Champagnerflasche vorher so stark geschüttelt wird, dass sie dann komplett überspritzt. Und bevor man das am Dirndl hat, dann spannt man ganz schnell die Schirme auf, wenn man den Champagner bekommt. Das gibt es bei der Wiener Wiesn nicht. Das ist halt jetzt nicht so exklusiv. Dadurch ist es, aber es ist dafür auch ein bisschen heimeliger, die Wiener Wiesn. Man sieht auch hier wesentlich weniger Alkoholisierte als in München. Also in München, da gibt es sogar, das ist schon wirklich etwas ganz Grausliches, den sogenannten Kotzhügel. Also das wollen wir jetzt gar nicht einmal näher definieren. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet. Ganz, ganz, ganz schlimm. Aber in Wien ist es doch ein bisschen kleiner, ein bisschen beschaulicher, auch etwas für Familien, was beim München Oktoberfest nicht so wirklich ist. Und das werden wir heute ein bisschen mehr beleuchten. Wir sind hier jetzt in der Loge des Wiesbauerzeltes und da tummelt sich einiges, da geht schon einiges. Ja, nämlich heute ist hier der ganz große Bomi-Wirtschaftskammertag. Da sind ganz, ganz viele Gastronomen da von der Sparte Tourismus und Gastronomie. Und natürlich auch dürfen die Wiener Bomis nicht fehlen, die heute hier sind, die sich aufgedirndelt haben und die diesen Event heute wahrscheinlich so richtig zum Strahlen bringen haben. Wir haben zum Beispiel einmal unseren tollsten Ganzkörper-Rock'n'Roller, den Andy Lilang, gerade erst aus in Kitzbühel sind wir gemeinsam um die Wette gefahren. Ja, ja, ja. Und jetzt auch schon wieder hier am nächsten Tag, gell, Andy? Ja, aber du bist perfekt gekleidet, wie immer. Ich bin neutral. Ja, man sieht's. Ja, wo ist deine Tracht? Du, ich habe einmal eine angehabt, dann hat man gesagt, machst jetzt auf Andreas Gabalier, das lasse ich mir nicht ein zweites Mal sagen. Ja, das ist böse. Das verstehe ich. Das ist ganz, ganz böse. So, schau, und da ist jetzt einmal das Wichtigste überhaupt. Ja? Das sind jetzt die Grillhändler. Die wir vor einer halben Minute bestellt haben. Jetzt das ist ja überhaupt der Clou, oder? Vor einer halben Minute, hast du absolut recht. So schnell geht's. So schnell geht's. Also, ich sag euch, der schmeckt sensationell. So, jetzt trinkt man einen Schluck Mausi, weil zum Bier gehört der Grillhändl dazu. Na dann, Prost! Ja, heftig. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen durch. Schauen auch noch ganz, ganz liebe Freunde. Yvonne Ruhe von der gleichnamigen Tanzschule. Was treibt dich noch so auf die Wiener Wiesn? Prinzipiell will ich mal meine Dirndln herzeigen, weil ich habe einige Trachtenmoden schon gemacht und habe Dirndln bekommen. Und man kann sie ja nicht jeden Tag tragen, also könnte schon, aber... Fisch. Schaut, und das sind schon alle beim Essen der Heinzstassen. Heinzelein, wie schmeckt denn das Händerl? Der Händel wird kalt. Ja, wie schmeckt denn dein Händel? Neben der Christine einer der Höhepunkte der Wiesn. Das Händel ist hervorragend. Händel schmeckt gut, gell? Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, ja. Ausgezeichnet. Noch irgendeine Empfehlung? Bitte? Noch irgendeine andere Empfehlung? Ich kann sonst keine Empfehlung abgeben. Das Bier ist gut, das Bier ist kalt und das Händel hat einen super Geschmack. Ausgezeichnet. Only you can make my life complete. Only you. Cyril ist ja eigentlich Model, Entertainer, macht auch Tontechnik und zwar sehr, sehr gut.
Aber und heute hören wir Musiker. Nichts vom Ton dort. Ja, ein Musiker natürlich. Das Wichtigste, bitte. Das Wichtigste. Ich spiele Gitarre. Musiker. Ja, es gibt auch Stunden, ja. Ich habe es zwar probiert, aber bei mir hat er leider Gottes die Nerven weggeschmissen. Er hat gesagt, ich bin absolut untalentiert. Naja. So nein. Ist es wieder nicht. Nein, nein. Christine ist eh gut. Sie hat nur keine Ausdauer, das ist das Problem. Ich habe keine Ausdauer. Nein, 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 nein. Er hat das Handtuch geschmissen.